Heute bei mir Julia, Manu und Alex. Und zusammen sind sie Like a Cat. Grüß euch. Hallo. Hallo. Hi. Und endlich mal wieder eine Band, wo es eine Sängerin gibt. Schön, Julia. Ja, das finde ich auch. Du hebst die Frauenquote bei der sehr männerlastigen Energy-Soundcheck-Sendung echt in die Höhe. Das finde ich toll. Ja, das hoffe ich doch sehr. Obwohl man bei dir gar nicht von der Höhe sprechen kann. Weil du bist nur 1,12 Meter groß, oder? Circa, ja. Julia, kannst du kurz aufstehen? Achso, ich stehe gerade. Nee, du stehst ja schon. Ja, ich merke mir hier jeden Mobbing-Strich. Mach wieder einen Strich. Man guckt, wer am Ende der Sendung die meisten Striche hat. Genau. Ich bin übertragen. Das ist Ratzefatze. Wie ist es dann, wenn ihr auf einmal im Chartposter, im Musikmarkt, Media Control Charts euch seht. In der Bravo als Starschnitt. Oh, der Originalgröße. Originalgröße. Das wäre bei der Julia natürlich super, weil man nur zwei DIN A4 Seiten bräuchte. Oh, das gibt wieder einen Strich in der Mobbingliste, die wir heute ja führen hier. Ja, wer am Ende mehr Striche hat, der, ja, weiß nicht, hat gewonnen oder verloren, glaube ich. Verloren dann eher. Vergrößern. Ihr müsstet nach einem Jahr jetzt mal ein bisschen größer werden in der Band. Wir würden eigentlich. Also die Julia will immer größer werden. Das ist schon wieder ein Strich. Ja. Du baust deine Führung aus, Alex. Ja, ich will, wenn wir den Soundcheck nicht gewinnen, will ich zumindest das jetzt gewinnen. Apropos halb, Julia. Und damit habe ich gewonnen! Das Stil ist echt voll, ja. Also, Like a Cat, schön, dass ihr da wart hier beim Energy Soundcheck. Hallo! Vier hübsche Menschen, kommt rein. Wieder eine Band bei mir im Fahrstuhl-Interview. Drei Jungs und eine junge Dame. Und ihr seid? Like a Cat. Können wir eine kleine Kostprobe kriegen? Oh je! Yeah. I hear you breathe, I will catch you with my teeth. I smell your fear, you can feel my breath so near. You want my purr, soon you will be bought by her. You waste away, thinking of me night and day. You think I'm sweet, cats are landing on their feet. I surprise you in the dark, no chance to bark. Woo! Wie aus einer kleinen Frau so eine Stimme rauskommt, das ist faszinierend. Dankeschön. Was hast du jetzt mit mir vor? Ich schminke jetzt den Alexander für den Auftritt, obwohl er sich wehren wird, aber da muss er jetzt durch. Ich hab einfach zu Recht Angst. Schau einfach hoch. Hilfe! Ich kann nicht. Du sollst mein Auge ganz lassen. Ich komm zu gar nichts. Das hab ich doch gesagt. Warte, ist das betäubt? Nein! Yeah.
kennst du den einen Porno mit der Couch, mit der Bewerbungscouch? Kennst du den einen Porno mit der Couch? Welcher Porno ist denn mit der ohne Couch? Nee, der hat so ein ganz typisches Setup mit, ja, sah genau so mit Bewerbungsgespräch und so ein Couch an der kahlen Wand vor dem Schreibtisch. Das ist schon auswendig. Nee, ich hab den nie gesehen. Ich hab nur aus Erzählungen. Irgendwelche Erfahrungen schon im Bereich? Ja, okay. Selbstständig in der Pornoindustrie. Okay.